In einem weit entfernten Land lebte eine alte Frau mit ihren 3 Töchtern. Die älteste Tochter war einäugig, die mittlere Tochter hatte 3 Augen und die jüngste Tochter hatte 2 Augen. Ihre Mutter, die alte Frau, liebte die beiden Ältesten am meisten. Sie würde alles tun, was sie wollten. Vielen Dank, Mutter! Die jüngste Tochter wurde immer mit der Hausarbeit betraut und wenn man ihr sagte, sie sei nutzlos und unfähig. Und sie luden sie nicht einmal an den Tisch ein. Mama, 2 Äuglein hat es nicht verdient, mit uns an diesem Tisch zu essen. Weil sie einfach nichts richtig machen kann. Aber ich bin... Also ließ die Mutter ihre 2-äugige Tochter nicht mit ihnen am Tisch essen. Sie bekam nur die Essensreste, nachdem alle den Tisch verlassen hatten. Trotzdem behielt sie ihr Herz freundlich und hilfsbereit. Eines Tages kamen ihre 1-äugigen und 3-äugigen älteren Schwestern zu dem Mädchen mit 2 Augen. Sie beschimpften sie und warfen ihre schmutzige Wäsche auf sie. Du hast die Sachen nicht gut gewaschen. Wasch sie noch einmal. 2 Äuglein verließ weinend das Haus. Sie ging zum Fluss, um die Wäsche wieder zu waschen. Warum behandeln mich meine Schwestern so? Was habe ich ihnen jemals angetan? Während das 2-äugige Mädchen weinte, erschien eine Fee vor ihr. Die Fee blendete das 2-äugige Mädchen mit ihrem leuchtenden Outfit, aber sie hielt ihr Gesicht vor ihr verborgen. Warum weinst du, 2-äugiges schönes Mädchen? Weil ich die Jüngste im Haus bin, sagen meine Mutter und meine Schwestern. Ich sei nutzlos und sie hassen mich. Und sie geben mir immer nur die Reste. Die Reste vom kompletten Esstisch. Oh, sei nicht traurig, hübsches Mädchen. Schau, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist ein Zauberstab. Wenn du dir etwas wünschst und den Zauberstab 3-mal schwingst, wird es wahr. Als das 2-äugige Mädchen einen Wunsch hatte, erschien ein Esstisch. Der Tisch war mit leckerem Essen gefüllt. Oh, schau dir diese Gerichte an. Alles warm und frisch. 2 Äuglein war schon seit Tagen hungrig, also fing sie an, von dem Essen auf dem Tisch zu essen. Wenn du mit dem Essen fertig bist, brauchst du den Zauberstab nur 2-mal zu schwingen. Schönes 2-äugiges Mädchen, denk dran, nur 2-mal. Die Fee verschwand, ohne ihr Gesicht zu zeigen. Das 2-äugige Mädchen schwenkte nach einem guten Essen 2-mal den Zauberstab und der Tisch verschwand. Endlich bin ich satt, ich bin so glücklich, aber ich muss diesen Zauberstab von meinen Schwestern und meiner Mutter verstecken oder sie werden mich dafür vernichten. Das 2-äugige Mädchen kehrte nach Hause zurück und benutzte den Zauberstab als Gehstock. Sie bemerkte die Essensreste auf dem Tisch, aber sie aß nicht, weil sie satt war. 2 Äuglein nahm ihren Spazierstock und ging wieder jenen Tag hinaus. Sie ging zum Wasser, schwenkte ihren Zauberstab und aß so viel sie wollte. Aber eines Tages, als sie nach Hause kam, bemerkten ihre älteren Schwestern 1-Auge und 3-Auge eine Veränderung an ihrer jüngeren Schwester 2-Auge. Warum lächelt 2-Äuglein jedes Mal, wenn sie rausgeht und zurückkommt? Und sie isst nicht die Reste, die wir ihr überlassen. Am nächsten Tag folgten die eifersüchtigen Schwestern ihr, als 2-Äuglein hinausging. Nach einer Weile kam 2-Äuglein an den Rand des Wassers. Sie wünschte sich etwas und schwenkte den Zauberstab 3-mal.
und ein Tisch voller köstlicher Speisen erschien. Als die Schwestern das sahen, waren sie erstaunt. Aha, sie füllt sich also jeden Tag den Bauch mit leckerem Essen. Und sie teilt es auch nicht mit uns. Ein Äuglein und drei Äuglein rannten nach Hause und erzählten ihrer Mutter, was sie gesehen hatten. Die Mutter konnte nicht glauben, was sie hörte und war sehr wütend. Alle versteckten sich, bevor zwei Äuglein nach Hause kamen. Sobald das Mädchen das Haus betrat, kam ihre Mutter auf sie zu und nahm den Zauberstab in die Hand und zerbrach ihn in zwei Teile. Nein! Warum hast du das getan? Du hast leckeres Essen geschlemmt, während wir hungrig zu Hause saßen. Kein Essen mehr für dich in diesem Haus. Zwei Äuglein war so aufgebracht, dass sie den zerbrochenen Zauberstab nahm und weinend nach draußen ging. In diesem Moment erschien die geheimnisvolle gute Fee wieder vor ihr. Nicht weinen, zweiäugiges schönes Mädchen. Nimm die Stöcke des Stocks und vergrabe sie unter dem Mondlicht. Du wirst wieder lächeln. Die geheimnisvolle Fee verschwand, bevor zwei Äuglein ihr Gesicht sehen konnte. Zwei Äuglein ging sofort hin und tat, was die Fee sagte. Am nächsten Tag wuchs dort, wo sie die Stücke des Stocks vergraben hatte, ein Baum mit silbernen Blättern und goldenen Früchten. Er war so majestätisch und hell, dass jeder ihn sehen konnte. Zwei Äugleins Mutter und ihre Schwestern wollten zu dem Baum gehen und ein paar Früchte von ihm sammeln. Aber immer wenn die Schwestern nach den Früchten griffen, hoben sich die Äste des Baumes. Als zwei Äuglein das sah, kam sie sofort zu ihm. Vielleicht kann ich eine Frucht von diesem schönen Baum pflücken. Hä? Wir haben es nicht mal geschafft. Wie willst du es dann schaffen? Zwei Äuglein streckte ihre Arme in Richtung des Baumes. Gib mir Freude und Früchte, Baum des Glitzers. Nach den freundlichen Worten bog der Baum seine Äste vor zwei Äuglein, sodass sie die Frucht leicht nehmen konnte. Zwei Äuglein wollte ihrer Mutter und ihren Schwestern etwas von den Früchten geben, aber die waren verrückt vor Eifersucht. Oh, das kann ich auch. Pass auf, gib mir ein paar Früchte und etwas Freudeglitzerbaum. Gib mir etwas Obst und etwas Freudeglitzerbaum. Aber der Baum reagierte nicht auf das, was ein Äuglein und drei Äuglein gesagt hatten. Wie kommt es, dass dieser Baum nur zwei Äugleins Befehlen gehorcht? In diesem Moment kam ein stattlicher Ritter auf seinem Pferd herangaloppiert. Weg hier, zwei Äuglein! Versteck dich hinter den Büschen! Blamiere uns nicht mit deinem Egoismus! Das arme Zweiäuglein gehorchte und versteckte sich mit der Frucht im Arm hinter den Büschen. Als der Ritter in der Nähe des Baumes mit den silbernen Blättern und den goldenen Früchten kam, starrte er erstaunt. Wow! Wenn die Besitzerin dieses prächtigen Baumes mir einen silbernen Zweig geben würde, würde sie mich zur glücklichsten Person der Welt machen. Wir sind die Besitzer des Baumes, Sir! Ich kann dir einen silbernen Zweig geben. Ein Äuglein und drei Äuglein sprangen und sprangen, um einen Ast vom Baum zu pflücken. Aber vergeblich. Sie konnten nicht einmal ein Blatt berühren. Du hast gesagt, dieser Baum gehört dir? Warum könnt ihr dann nicht einmal eine einzelne Frucht davon pflücken? Zwei Äuglein wollte herauskommen und ihre Früchte mit dem Ritter teilen, aber sie hatte Angst vor ihrer Mutter und ihren Schwestern. Also blieb sie an Ort und Stelle und begann zu weinen. Und dann erschien die geheimnisvolle Fee wieder. Schönes zweiäugiges Mädchen, nimm das Blatt des Baumes und lege es in dein Herz. Dann stelle dich dem Ritter ohne Furcht. Zwei Äuglein tat, was die Fee ihr sagte, und ihre abgetragene Kleidung verwandelte sich in ein helles, funkelndes Kleid. Sofort kam sie aus dem Busch, in dem sie sich versteckt hatte, und stellte sich dem Ritter mit der Frucht in den Armen vor.
Der Ritter war fasziniert von der Schönheit von Zweiäuglein und er konnte seinen Augen nicht trauen. Ich kann Ihnen einen silbernen Zweig mit goldenen Früchten geben, Sir. Ich möchte dich zum glücklichsten Menschen der Welt machen, Mädchen mit den schönen Augen. Willst du mich heiraten? Zweiäuglein nahm den Heiratsantrag des Ritters sofort an und sie umarmten sich. Als die eifersüchtigen Schwestern und die Mutter dies sahen, entschuldigten sie sich bei Zweiäuglein. Wir hielten dich für dumm, weil du jünger warst als wir und wir dich deswegen schlecht behandelt haben. Aber du bist rein herzens und gutmütig. Entschuldige, Schwester. Zweiäuglein vergab ihren Schwestern und ihrer Mutter. Der Silberbaum, der gehört jetzt euch. Ihr könnt so viele Früchte von ihm ernten, wie ihr wollt. Nach diesen schönen Worten von Zweiäuglein erschien die geheimnisvolle Fee auf der Spitze des Silberblattbaums und zeigte zum ersten Mal ihr Gesicht. Zweiäuglein war sehr überrascht, als sie sah, dass die Fee drei Augen hatte. Und sie erkannte, dass die Menschen nur ein gutes Herz brauchen, um Gutes zu tun. Egal, wie unterschiedlich sie aussehen. Dann stiegen Zweiäuglein und der Ritter auf das Pferd und ritten los ins ewige Glück. Es war einmal ein fleißiger Wäschemann in einem weit entfernten Dorf. Der Wäscher hatte ein winziges Haus. Und eine Scheune auf der Rückseite seines Hauses, in der sein geliebter Esel und sein Pferd lebten. Was? War denn das für ein anstrengender Tag gestern? Wenn, dann bin ich derjenige, der das sagen muss. Ich trage die ganze Last alleine. Vielleicht, aber ich trage den Wäschemann selbst. Hallo. Komm schon, wenn du gut ausgeruht bist, ist es Zeit loszugehen. Jeden Morgen legte der Wäschemann die saubere Wäsche in einen Sack. Dann tat er die Wäschesäcke in die Körbe des Esels und stieg auf den Rücken seines Pferdes und machte sich auf den Weg in weit entfernte Dörfer. Den ganzen Tag über gab er den Leuten ihre saubere Kleidung und nahm die schmutzige wieder mit. Der Esel, der den ganzen Tag Wäsche trug, war jedoch sehr müde. Als er in der Scheune ankam, aß er erschöpft und wollte sofort schlafen. Was machst du da, Esel? Willst du gleich wieder einpennen? Ich könnte den ganzen Tag noch herumlaufen. Natürlich könntest du das. Du bist ja auch nicht derjenige, der all die Wäsche getragen hat. Der Wäschemann, der am nächsten Morgen sehr früh aufstand, wusch die schmutzige Wäsche, die er gestern gesammelt hatte. Ja, jetzt kann ich losgehen und die ganze schmutzige Wäsche im Dorf einsammeln. Der Wäscher holte sein Pferd und seinen Esel aus dem Stall und machte sich auf den Weg. Ich bin gekommen, um deine schmutzige Wäsche zu holen. Ah, schön, dass du da bist, Wäschemann. Hier, das ist die schmutzige Wäsche, die wir die ganze Woche gesammelt haben. Danke, Ma'am. Ich bringe Ihnen Ihre Kleidung so schnell wie möglich zurück. Der Wäschemann klopfte an die Türen aller Häuser des Dorfes. Er sammelte eine Menge schmutziger Wäsche aus fast 15 Häusern und er lud die ganze Ladung auf den armen Esel. Das ist zu schwer. An diesem Tag ging der Wäscher neben dem Esel her, damit die Lasten nicht umkippten. Aber der Esel, der sehr müde war, konnte es nicht aushalten und setzte sich mitten auf die Straße. Was ist passiert, Esel? Du bist sehr müde, nicht wahr? Wir ruhen uns besser ein wenig aus. Der Wäschemann legte sich unter einen Baum, um sich auszuruhen. Hey! Was denn? Ich wollte nur sagen, dass heute meine Last schwerer ist als sonst. Könntest du nicht ein wenig helfen?
Es tut mir leid, Esel, aber es ist nicht meine Aufgabe, Wäsche zu tragen. Der Wäscher stand schließlich auf und sie machten sich alle wieder auf den Weg. Sie gingen ein paar Schritte, aber plötzlich fiel der Esel wieder zu Boden. Oh, mein armer Esel. Ich hab dich sehr müde gemacht heute, nicht wahr? Komm schon, trink etwas Wasser. Der Wäschemann nahm die ganze Wäsche vom Esel und legte sie auf den Rücken des Pferdes. Au! 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 Der Esel fühlte sich endlich besser, aber diesmal war die Last des Pferdes zu groß für ihn. Ich hätte die Hälfte der Wäsche von Anfang an auf den Rücken des Pferdes packen sollen, damit der Esel nicht zu Schaden kommt. Da das Pferd dem Esel nicht half, trug er die ganze Wäsche auf seinem Rücken zum Haus. Als er in der Scheune ankam, konnte er vor Erschöpfung nicht einmal mehr etwas essen. Ich habe etwas furchtbar Egoistisches getan, mein lieber Freund. Es tut mir leid. Ich bitte dich, verzeih mir. Jetzt verstehst du mich besser. Helfen und teilen ist wichtig. Vergiss das nie, mein Freund. Mein lieber Freund. Von diesem Tag an achtete der Wäscher bei jeder großen Wäschemenge darauf, die Last zwischen ihm, dem Esel und dem Pferd aufzuteilen. Auf diese Weise waren sie weniger müde und hatten mehr Spaß. Es war einmal vor langer Zeit in einem weit entfernten Wald. Es war ein kleiner Frosch namens Tiddalik. Tiddalik liebte es, bei sonnigem Wetter zu spielen. Er traf einige seiner Freunde am See und sprang mit ihnen auf die Lotusblüten. Quack! 8, 9 und 10. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Ich hab's bis zum 10er geschafft. Ich hab gewonnen. Bravo, Tiddalik, du hast es geschafft. Quack! Dieses Springspiel der Froschfreunde machte sie sehr müde und deshalb waren sie sehr durstig. Komm, trinken wir etwas Wasser. Quack! Die drei Froschfreunde trafen sich auf einem großen Blatt und begannen Wasser zu trinken. Tiddalik trank so schnell, dass die anderen Frösche ihm warnten. Tiddalik, langsam, sonst bläht sich dein Bauch auf. Quack. Aber ich bin sehr durstig. Ich möchte noch mehr trinken. Ich glaube, wir sollten ihn aufhalten. Quack! Nach einer Weile blieb Tiddalik, dessen Bauch mit Wasser angeschwollen war, plötzlich stehen. Denn im See gab es nicht einmal mehr einen Tropfen Wasser zum Trinken. Hä? Hier war doch gerade noch jede Menge Wasser. Wo ist das hin? Quack. Weil du alles getrunken hast, Tiddalik. Quack! Was? Okay, aber ich fühle mich, als hätte ich gar kein Wasser getrunken. Boah. Wie kann es sein, dass du immer noch mehr Wasser trinken willst? Quack. Wo kann ich noch mehr Wasser finden in diesem Wald? Sag's mir. Schnell. Quack. 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 Da diesen riesigen Bäumen gibt es einen Bach. Ach, warum sagst du das? Was ist, wenn er jetzt den Bach austrocknet, Quark? Tiddalik hüpfte mit geschwollenem Bauch von seinen Freunden weg. Die Froschfreunde, die sich verwundert umsahen, gingen sofort zu dem Riesennilpferd, um es zu informieren. Zu dieser Zeit ruhte sich das Riesennilpferd unter einem Baum aus. Und sein Assistent, der Fuchs, hielt direkt vor ihm Wache. Quack. Hallo, Fuchs. Wir müssen dringend mit dem großen Nilpferd sprechen. Es befindet sich gerade in einem tiefen Schlaf.
Du wächst ihn besser auf. Es ist sehr wichtig. Na, was könnt ihr schon wollen, was wichtiger ist als der Schlaf des Nilpferds, kleine Frösche? Fuchs, beeil dich, Quark. Sonst haben wir bald keinen Tropfen Wasser mehr zum Trinken oder zum Waschen, Quark. Als der Fuchs die Angst und die Dringlichkeit des Frosches sah, weckte er das Riesen-Nilpferd auf. Das Nilpferd öffnete seine Augen weit und beugte sich über die beiden Froschfreunde. Die Frösche erzählten, was passiert war, und dann sprangen sie dem Riesen-Nilpferd auf den Kopf und machten sich auf die Suche nach Tiddalik. Wenn wir kein Wasser mehr haben, dann wäre das wirklich eine Katastrophe für alle Dschungeltiere. In diesem Moment erreichte der aufgedunsene Tiddalik den Bach. Hier ist das Wasser. So lecker, Quark. Das Kaninchen, das den Frosch Tiddalik am Bach trinken sah, wollte an den Rand kommen und Wasser trinken. Aber der Frosch warnte es. Hey Kaninchen, das ganze Wasser hier gehört mir. Geh und trink woanders. Aber hier gibt es doch sonst kein Wasser. Sogar der See ist ausgetrocknet. Der Frosch hat das ganze Wasser aus dem Bach getrunken, ohne auf das zu hören, was der Hase gesagt hat. Jetzt hat er einen noch größeren Bauch als zuvor. Wo kann ich hier noch mehr Wasser finden, hä? Die Augen des Kaninchens weiteten sich vor Überraschung. Du hast das Wasser des Baches ausgetrunken, bevor ich einen Schluck nehmen konnte, und du willst immer noch Wasser trinken? Klar. Ich hab den See getrunken, ich hab den Bach getrunken, ich werde das ganze Wasser trinken. Quark, quark, quark. Tiddalik suchte weiter nach Wasser im Wald und sein dicker Bauch wurde von Schluck zu Schluck größer. Wo immer er eine kleine Pfütze sah, begann er zu trinken und zu trinken. Die Bewohner des Waldes waren sehr überrascht, als sie den ausgetrockneten See und den Bach sahen, der nicht mehr floss. Auch eine Eule konnte kein Wasser finden. Noch eine Gazelle. Schließlich sahen das Riesen-Nilpferd und seine kleinen Froschfreunde das traurige Kaninchen am Bach stehen. Hast du hier einen Frosch gesehen, der gierig nach Wasser ist, Kaninchen? Ja, ja, er ist da lang gegangen. Er trinkt sogar kleine Pfützen, die durch Regen entstanden sind. Das riesige Nilpferd sprintete mit aller Kraft und folgte Tiddaliks Spur. Und andere Waldtiere folgten ihm. Der Frosch Tiddalik war gerade dabei, die letzte Pfütze zu trinken, die er gefunden hatte, als das Nilpferd und die dehydrierten Waldbewohner vor ihm erschienen. Tiddalik, stopp! Du hast das ganze Wasser des Waldes getrunken und uns kein Wasser übergelassen. Du musst das Wasser des Sees und des Baches zurückgeben. Deine Froschfreunde sagen die Wahrheit. Ein riesiges Nilpferd wie ich und der kleine Vogel, den du da siehst, brauchen auch Wasser zum Trinken, Tiddalik. Auch Pflanzen, Bäume und Insekten brauchen Wasser. Bitte öffne deinen Mund und gib uns Wasser zurück, das du in deinen Magen gefüllt hast. Obwohl die Bewohner des Waldes Tiddalik, dessen Bauch voller Wasser war, anflehten, wollte er das Wasser, das er getrunken hatte, nicht zurückgeben. Aber was sollen wir nur tun? Hey, wenn wir ihn zum Lachen bringen, kann er nicht länger zurückhalten und gibt das ganze Wasser zurück. Ja, tolle Idee. Außerdem liebt Tiddalik es zu lachen. Das Kaninchen holte einen Hut hervor und begann, den Frosch zu unterhalten. Hehehehe.
Obwohl Tiddalik das Kaninchen lustig fand, konnte er sich beherrschen, nicht zu lachen. Diesmal war der Panda auf der Bühne. Er begann so lustig zu tanzen, dass alle im Wald über ihn lachten. Aber Tiddalik lachte auch nicht über den Tanz des Pandas. Dann begann das kleine Eichhörnchen schnell ein Bild zu malen. Die Waldbewohner begannen in Erwartung zu warten. Alle lachten, als das Eichhörnchen ihm das Bild zeigte, das es gemacht hatte. Aber Tiddalik tat es nicht. Am Ende war das Riesennilpferd nicht auf der Bühne, um sie zum Lachen zu bringen, sondern aus Wut. Jetzt bin ich richtig wütend, Tiddalik. Das riesige Nilpferd fing an, mit seinem riesigen Körper zu hüpfen und nervös zu grunzen, wie ein Frosch. Alle Tiere lachten, denn das, was das Nilpferd tat, sah lustig aus. Schließlich konnte der Frosch Tiddalik es nicht mehr aushalten und begann wie die ganzen anderen Tiere über das Nilpferd zu lachen. Als er den Mund öffnete, sprudelte das ganze Wasser, das er getrunken hatte, überall heraus. Der See kehrte in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Der Bach begann wieder zu fließen und sogar kleine Pfützen haben endlich ihren Platz eingenommen. Als Tiddalik lachte, schrumpfte sein Bauch. Er hat wieder seine alte, niedliche Form. Gut gemacht, Tiddalik. Du hast uns Waldbewohner nicht durstig zurückgelassen. Du hast keinen dicken Bauch mehr. Du kannst leicht auf Lotusblätter springen. Ach, ich hatte einen Riesenbauch. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Quack. Wenn du nächstes Mal Durst hast, denkst du an andere. Nicht nur an dich, Tiddalik. Alle im Wald brauchen Wasser, genau wie du. Ich zum Beispiel muss jetzt duschen gehen. Ihr habt recht, meine Freunde. Die Waldbewohner waren sehr froh, wieder Wasser zu haben, denn Wasser ist der wertvollste Teil des Waldes.